Ja, genau. Wir wollten noch mal einen Tag und 4 Stunden, ach du liebes bisschen. Wir wollten noch mal bei Redwick vorbeischauen. Ich glaube, da kann ich jetzt auch ziemlich straight bei jemandem in den Thronsaal latschen, weil ich habe ja das letzte Mal keine Leute übrig gelassen und ich glaube, alle, die man umgemacht hat, die sind noch weiter um, nur Redwick ist dann wieder da. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Gehen einfach mal durch den Haupteingang rein und dann schauen wir mal. Vielleicht passiert auch eh irgendwas, wenn wir durch den Haupteingang gehen. Oh ja, sie haben die Wachhandschuhe durch einen Vampir ersetzt. Super. Die mag ich ja am liebsten. Als du dich der lächelnden Frau neben der Frau? Neben der Brücke vermutlich. Nias beschleicht dich ein unbehagliches Gefühl. Aus dieser Entfernung kannst du erkennen, dass ihre Haut kränklich blass glänzt und ihre Augen das milchige Weiß einer Leiche haben. Gesichtsausdruck wirkt ziemlich seltsam. So, als ob sie viel Kraft aufbringen müsste, um ihn beizubehalten. Naja. Good day, Stranger. Fürst Redrick erwartet dich schon. Die Frau lächelt noch ein bisschen breiter. Es ist gut, dass du seine Herausforderung nicht abgelehnt hast. Er hatte schon Angst, du würdest dich letztendlich als Feigling erproben. Ach Quatsch, ich bringe den auch nochmal um, das ist gar kein Problem. Wenn du willst, werde ich dich zu ihm begleiten. Du wirst mit ihm sterben, du Monster. Noch nicht, ich muss mich erst nochmal auf den Kampf vorbereiten. Was bist du? Eine ergebene Dienerin, der für ihre gute Arbeit eine Gunst gewährt wurde. Wie auch mein Fürst werde ich den Zyklus überstehen und ewig auf der Erde wandeln. Stelle ihm deine Fragen doch direkt, wenn du sie beantwortet haben möchtest. Ja, das mit dem ewig wandeln, das wage ich zu bezweifeln. Also das werde ich auf jeden Fall verhindern. Ja, bring mich zu ihm. Dann komm, er wartet dort auf dich. Sie deutet auf den höchsten Turm der Burg und führt dich über die Zugbrücke in dessen Richtung. Oh, das ist immer schön, wenn die Leute schon auf einen warten. Ach, wir prügeln uns jetzt auch im Turm und gar nicht im Thronsaal. Och, das ist ja langweilig. Also da hatte ich mit mehr gerechnet. Guck mal, Adia, du darfst den Lord, den du nicht leiden kannst, sogar noch ein zweites Mal helfen, umzumachen. Bin so gut zu dir. Er sieht jetzt aber wirklich, also untot sieht er auch nicht besser aus. Eine gepanzerte Gestalt schreitet nach vorne. Und statt von Augen brennen dort enorme Flammen, die Hitze und Licht ausstrahlen. Oh, schön. Mit diesem orangen Glühen siehst du, dass das darunterliegende Gesicht im Verfall erliegen ist. Die Wangen sind eingesunken, die Lippen haben sich zurückgezogen und geben den Blick auf graues Zahnfleisch und verrottete Zähne frei. Vor dir steht aber unverkennbar Redrick. Ja, also so viel anders sieht er jetzt auch nicht aus. Look well. See what you have made of me. But see too what great Bereth has permitted. I am returned, mind and soul, so that I might be avenged upon my enemies. Ich bin gekommen, um gegen dich anzutreten, Redrick. Nichts sagen. Ich sehe nicht mehr als eine wandelnde Leiche. Das war eine fürchterliche Idee. Arnolds Blick verlagert sich auf dich. Ich wollte ja eigentlich nichts sagen, aber was? Redwick lacht, ein dumpfes und beunruhigendes Geräusch. So knie dich hin, Feigling, und ich werde dir den Kopf abschlagen. Ein gütigeres Ende als das hast du nicht zu erwarten. Ich gerade meine Gesprächsoption anders interpretiert, als sie gedacht war. Wie wär's denn, wenn du dich hinkriegst und ich dir nochmal den Kopf abmache? I have strangled the life from the usurper Kolsch with my own hands. So fell your champion, your great hope. Ach, so eine große Hoffnung war das nicht. Aber der war immerhin besser als du.
Dafür hast du übrigens noch zu büßen und so. Diese Kreatur sollte euer Thane werden. Ein Mann ohne Entschlossenheit, ohne Ziel. Ein Igel, der sich am Tal fett frisst, der keine Ahnung davon hat, welche Verwüstung seine Eitelkeit seinem Volk zugefügt hat. Er redet von sich selbst, oder? Klingt fast so schlimm wie die Alternative. Genau, Eder. Genau meine Gedanken. I will not allow my lands to fall into ruin. I will cleanse the scattered god's poison from the blood of my people. I will scour his name from the Deerwood. Bereth has blessed me with its favor, and I will be its sword. There will be no more mercy for the heretic, the thief, the charlatan. All will meet with death. Aha. Möge der Beste gewinnen. Ich werde dich der Gerechtigkeit zuführen, Redrick, und wenn ich dich 100-mal töten muss, richtig so. Genug mit deinem verdammten Geschwätz, stell dich. Genau, genug geredet. Wenn ich mit dir fertig bin, würde ich selbst Bereth nicht mehr zusammenflicken können. Wow, ist auch so schön. Das ist jetzt deine zweite Chance zum Leben ausspielen, indem du schon wieder gegen mich kämpfst. Warum ist das denn diplomatisch? Das hätte ich jetzt eher als frech eingestuft. Ja. Ich übe wieder Gerechtigkeit an dir und wenn ich dich noch 100-mal zurück ins Grab bringen muss, ist mir auch egal. Erzähl mir nichts von Gerechtigkeit. Die glühenden Feuer in Redricks Augen brennen weiß vor Wut. Was in meinen Landen als gerecht gilt, bestimme ich. Ich bin der Fürst des Tals und du bist nicht mehr als eine vorübergehende, die Welt plagende Seuche. Du bist hier kein Fürst mehr. Außerdem bist du untot. Wir haben doch schon das letzte Mal rausgefunden, dass das, was ich sage, Gesetz ist. Ist dann nicht die Vampirtussi von da hinten dann jetzt auch mit im Kampf dabei? Sauer. Ich brauch dich, um auf meine Squishies aufzupassen. Die kann man auch alle blenden, ne? Ja, sehr gut. Dann ist das jetzt die nächste Amtshandlung. Kannst du nicht irgendwas Hilfreiches... Ja, kannst du den vielleicht einfach mal rumdrehen? Könnt ihr bitte nicht alle auf meine Leute durchlaufen? Das ist, kann ich den Zauber noch umdirigieren? Nee, ne? Schade. Ah doch, hat auch alle getroffen. Okay, dann ist ja gut. Kannst du versuchen, die alle umzudrehen? Vermutlich nicht, ne? Den wird man schneller mit deinem Gegner fertig. Warte, hier. Kriegst du Hilfe. Und hüpf. Ja, aber das mit dem Stunt, das hat echt gut geklappt.
Ah, Edgar hat Lord Redrick umgebracht. Yay, das freut mich für ihn. Aber die Grieving Mother hat ganz schön auf die Fresse gekriegt. Ich habe First Redrick einfach nochmal besiegt. Ja, das ist gut so. Ah, oh, die Rüstung mag ich. Aber ich glaube, ich habe keinen, dem ich sie noch cool anziehen kann. Next. Ja, ich habe leider keine anderen untoten Fürsten mehr. Ja, ich fürchte, ich habe alle coolen, schweren Rüstungen schon angezogen irgendwie. At once. Ein großes Abenteuer für den kleinen Hieravias. 26 Kupfer an Banditen, 230 an den Grafen, 1300 für mich. Die armen Banditen sind voll arm. Also, literally, die kriegen ja gar nichts mehr. Hey, hallo. Aber willst du jetzt nicht vielleicht auch sterben? Du bist immer ein Vampir. Darf ich die jetzt einfach umbringen? Geht das? Warum auch immer die nicht gleich von Anfang an beim Kampf dabei war. Egal. Sag mal, Kana, was singst du eigentlich gerade? Ach, das singst du. Okay, das ist in Ordnung. Ob mich Gilded Vale jetzt noch mehr liebt? Ich meine, immerhin habe ich ihren blöden Fürsten jetzt schon zweimal umgenutzt. Vielleicht brauchen die so eine Redrick-Prügelpuppe. Oh Gott, wo sind wir denn jetzt schon wieder? Sind hier raus? Oberer Festungswall? Burgkirche? Äußerer Burghof. Ach nee, da kann ich gar nicht hin. Burgkapelle. Toller Plan. Das mit der Prügelpuppe, ja, finde ich auch. Das ist so wie Howdy Lucas, aber speziell für
Gilded Veil. Das können sie dann irgendwo in der Mitte aufstellen, vielleicht an dem Baum. Und dann darf jeder mal dort Redbrick hauen. So wie die große Heldin Linus getan hat. Naja gut, in dem Fall ja eigentlich eher Edea. Der hat den ja, glaube ich, alleine gemacht, halbwegs. Ich glaube, ein Fireball hat ein bisschen mitgeholfen. Ach ja, stimmt, hier kam er ja in den Thronsaal. Oh, hier liegt hier Loot rum. Achso, nee, ist das der verbuggte Loot? Ja, das ist der verbuggte Loot, okay. Ah, aber jetzt hat sich der Bug gelöst. Sehr schön. Aber die Leiche vom Kolsch liegt hier nicht irgendwo rum, oder? Nee. Oh, aber sie haben die Leiche von der Fürstin zumindest aufgeräumt. Aber immer noch nicht das Laken gewechselt. Er hat aber auch ein echt großes Schloss. Ich fände es ja cool, wenn die Lin jetzt seine Ländereien zugesprochen bekommen würde. Ich meine, hier gibt es ja literally keinen mehr, der das erben kann. Immer diese Cosplay-Streamer. Ja, na und? Außerdem ist es gar nicht richtig Cosplay. Also ich versuche ja meinen Charakter zu cosplayen und die hat ja kein Krönchen auf. Ich glaube, ich gehe jetzt einfach nochmal zurück und mache den Hickhack mit Durans in die Gruppe holen und rasten dann nochmal. Weil ich immer noch hoffe, dass ich irgendwann seine blöde Gefährtenquest rumkrieg. Schrecklich, ja. Ja, ganz schrecklich. Keine Sorge, ich komme demnächst nicht mit Tieflingshörnern, um Nixie zu spielen. So weit geht mein Cosplay bestreben dann auch nicht. Mit zwei Paar Elfenohren für 6 Euro hat sich damit auch erledigt. Say, I'm impressed. Ja, ich habe Leute bezahlt. Awesome. Vielleicht besser mit blasser Vampirschminke. Ja, vielleicht muss ich ja demnächst wirklich sterben und unter die Untoten gehen. Very well. Ja, du kurz raus, du kurz rein. Machen wir das mit dem Rasten nochmal. Aber ich glaube, mit Jorans reden gebe ich mir jetzt nicht nochmal, oder?
Das ist ja so eine Selbstquälerei immer. So, jetzt wieder raus. You walk your path, I'll walk mine. Du wieder rein. Jetzt habe ich schon wieder viel weniger Geld. Bloß weil ich immer meine Hirelings bezahlen muss. Schlimm. Und dann gehen wir dahin, weil da soll die Olle ja noch ein Bier kippen. Nicht, dass ihr das viel bringen würde, wenn sie jetzt nochmal ihre Mütze fertig levelt, aber hey. Immerhin hat sie dann eine fertig gelevelte Mütze. Das Einzige, was ich an diesen Soulbound-Items ein bisschen komisch finde, manche von den Quests dauern so lange oder müssen an einem bestimmten Punkt abgehandelt werden, dass du halt eventuell nur noch 15 Stunden Spielzeit hast, wo dir das Item wirklich maximal was bringt. Nicht, dass es nicht vorher auch was bringen würde, aber... Wenn man es früher fertig gelevelt hat, hat man früher alle Vorteile. Zum Beispiel, wie lange ich jetzt schon Spaß an dem Zepter habe. Hallo, redet ihr schon wieder von mir und lästert über mich? Ach nee, sie lästern über Theos, das ist okay. Über den dürft ihr lästern. Der hat sich übrigens gar nicht eingeschlichen, der ist eingelassen worden, aber naja. Man sieht so viel von dir, wenn du dich so legst. Ich finde das so toll, wie du mich zu neuen Kameraperspektiven zwingst, mein Kind. Wirklich, ich meine das auch gar nicht sarkastisch. So, hier. Your thoughts must flow deeply indeed. Aha, hier, trink Bier. Ah, sie ist immun gegen Bezaubern und beherrscht werden, weil sie so viel Alkohol getrunken hat. Okay, das ist mega praktisch, aber wie gesagt, zu dem Zeitpunkt macht es jetzt irgendwie nicht mehr so viel aus. Aber Immunität gegen verwirrt, benommen, bezaubert und beherrscht, das ist schon ziemlich cool. So, hier, kannst du wieder ausrüsten. Absolutely. Dann gehen wir als nächstes in das Tempelviertel. Ich denke aber, das machen wir dann beim nächsten Mal, weil ja, der Stream war jetzt schon lange genug mit fast 4,5 Stunden.
Ah ja, und hier lässt dann so über den anderen Kerl, den ich das letzte Mal umgebracht habe. Okay. Ja, immerhin lässt dann sie nicht mehr über mich. Das ist ja auch mal was. Ich habe das Gefühl, irgendwann wird Lin hier durch dieses Druidendorf gehen. Und egal welcher Name erwähnt wird, wird sie sagen, ah, das ist der, den ich schon mal umgebracht habe. Wir sind die Guten, wirklich. Are we the birdies? Nein, 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 nein. Also wenn, dann sind wir die Goodies. Ja, wie gesagt, das gucken wir uns dann das nächste Mal an. Dann mache ich für heute Schluss, weil, also, ja, war lang genug und wir haben ja auch einiges erreicht und ja.